Plan. Doch überhaupt nicht. Du musst zwischen den Zeilen lesen. Diese Notiz besagt, dass Julia spontan zu der Hütte gefahren ist. Aber wer Julia kennt, der weiß, dass Spontanität nicht ihre Stärke ist. Ich habe bei Mrs. Kopp angerufen. Julia hat nicht mal eine Nummer für den Notfall bei ihr hinterlassen, was ich mir bei Julia überhaupt nicht vorstellen kann. Sie hinterlässt doch immer eine Nummer, wenn es um das Kind geht. Sie hat gesagt, sie will ein Buch schreiben, mehr nicht. Hat sie gesagt, aber ich weiß nicht, wo genau und wie weit der Ort weg ist. Vielleicht ist sie gar nicht in Kalifornien. Ich habe heute Morgen rumtelefoniert und es fertiggebracht, eine Liste aller Pacifica-Grundstücke zu bekommen. Das Problem ist nur, dass die Häuser über ganz Kalifornien verstreut liegen. Die Hütte kann also überall sein. Von Tahoe bis Arrowhead, wo fangen wir am besten an? Wir sollten erst mal reingehen. Sieht doch gemütlich aus. Hoffentlich bist du in ein paar Stunden immer noch derselben Meinung. Bist du endlich gewillt, mit mir zu sprechen? Ja, das werden wir sicher auch tun, aber nicht jetzt. Setz dich da drüben hin. Hier, leg sie dir an. Nein, ich meinte mit beiden Armen an das Bett. Bitte. Danke. Was soll das alles? Was hast du vor? Sag jetzt nichts, sei still. Und wie geht es weiter? Erstmal will ich mich dir vorstellen. Ich werde für die Dauer deines Aufenthaltes hier deine Gastgeberin sein. Willkommen zu deinem schlimmsten Albtraum. Meine lieben Mitbürger, der neu gewählte Präsident des Schülerausschusses möchte die Gelegenheit nutzen und euch für die ihm zuteil gewordene Unterstützung vielmals danken. Sag bloß, du hast die Wahl gewonnen. Die Stimmen wurden heute ausgezählt. Der arme Roger Houghton muss eine Niederlage einstecken. Guter Mann, der Houghton. Vielleicht finde ich noch irgendeine Verwendung für ihn. Hey, ich gratuliere dir, Big B. Du hast deine Gegner überrumpelt. Danke, dass du mir bei meiner Wahlkampfstrategie geholfen hast. Besonders deine guten Ratschläge haben mich an die Spitze gebracht. Das war der leichtere Teil. Schwieriger ist es, oben an der Spitze zu bleiben. Das packe ich schon. Und falls doch irgendeiner aufmockt, tue ich das, was du gesagt hast. Ich berufe mich auf Gefälligkeiten. Mit der Einstellung kommt man durchs Leben. Aber nun mach dich für die Schule fertig. Du wirst noch zu spät kommen. Sie warten bestimmt auf mich. Als erstes werde ich ein paar Wahlversprechen einlösen müssen, nehme ich mal an. Versteht ihr? Was für ein herzzerreißender Auftritt. Ach, Gina. Fang nicht schon wieder an. Also schön, er hat gesiegt. Aber er hat nur gewonnen, weil er sich an dich gehalten hat. Was ist daran falsch? Sollte Cici das alles hören, hat er wieder einen neuen Grund, um mir das Sorgerecht für Brandon zu entziehen. Ach, der blufft doch nur. Das ist wie eine Berufskrankheit bei ihm. Der braucht das anscheinend. Ruf mich an, wenn er ausnahmsweise keine Hinterhältigkeit vorhat. Cici lässt nichts unversucht, wenn es um Brandon geht.
Gina, Liebes, nun glaub mir doch endlich mal. CC ist doch nichts weiter als ein sich selbst überschätzender Pinguin. Heute macht er sich Sorgen um Brandon, morgen ist es wieder die Firma. Das ändert sich bei ihm ständig. Und was ist, wenn du dich irrst? Ich ertrage das Ganze wir nicht länger. Wir ertragen das nicht. Was meinst du mit wir? Es gibt kein wir. Sobald wir auch nur in der Kirche wären, stünde CC mit Sicherheit schon vorn vor dem Altar und er würde mir mit Freude die Papiere überreichen. Ach so. Das heißt also, anstatt den Hochzeitswalzer zu tanzen, wagen wir nur ein Tänzchen in der Tonlage, die CC anschlägt. Das sehe ich anders. Hast du vielleicht eine Idee? Denn ich habe nicht die geringste... Nein, ich brauche keine. Ich habe Inspirationen. Du und Brandon, ihr beide seid mit Abstand das Wichtigste in meinem Leben. Glaubst du wirklich, dass ich mir das von jemandem nehmen lasse? Hör zu. Ich liebe dich, also bitte versteh mich nicht falsch. Ich habe lange Zeit ohne dich gelebt. Es war nicht so gewollt. Aber es ging nicht anders. Ich konnte es nicht ändern. Wenn ich Brandon verliere, das würde ich nicht verkraften. Ich weiß nicht, was ich tun würde. Ich meine, er ist der einzige Mensch auf der Welt. Anwesende mit eingeschlossen, der mir niemals den Rücken zugewandt hat. Was immer für Schwierigkeiten ich hatte, er hat mich nie verurteilt. Er hat mich nie aufgegeben. Auch da nicht, wenn ich mich schon selbst aufgegeben hatte, denn er war da. Denkst du, ich weiß nicht, wie großartig er ist? Ich kann mich nicht mit ihm messen. Aber ich liebe dich genauso wie er. Ich weiß, dass du das tust. Aber wo führt das bloß hin? Wer weiß außer Ihnen und Michael noch von mir? Lionel, Augusta und mein Freund Max. Sehr gut, sonst niemand weiter? Nein. Nicht mal eine Geburtsanzeige? Keine rosa Luftballons? Oder Kanonenschüsse vom Balkon abgefeuert? Nein, nur kein Skandal. Nein, Kiss. Gut, Sie werden jetzt zu den dreien hingehen und ihnen ein feierliches Gelübde abverlangen, dass sie über mich kein Sterbenswörtchen verlauten lassen und keinem sagen, wer ich bin und wo ich herkomme. Ich kümmere mich sofort darum. Soviel ich weiß, hat Michael die meiste schmutzige Arbeit für sie erledigt. Hat er irgendwelche Aufzeichnungen über mich? Er hat sowas wie eine Akte geführt. Und ich habe so eine Art Tagebuch geschrieben. Verbrennen Sie es. Oder besser, Sie geben es mir und ich verbrenne es für Sie. Wer weiß, vielleicht lese ich es aber vorher erst noch. Bestimmt ist es interessant und gar nicht so schlecht für die Wahl zum Buch des Monats. Das aufregende Leben der Cassandra Lockridge. Kapitel 1, die Geburt. Oder fängt die Geschichte schon viel früher an? Ich sehe keinen Grund dafür, dass Sie sich darüber... Warten Sie, ist mein Vater auch erwähnt worden? Nein, nein, ist schon gut. So wichtig ist es auch wieder nicht. Ich möchte wissen, wieso Sie das tun. Es ist mir völlig gleich, was auf der Geburtsurkunde steht. Was mich betrifft, ist sie bloß ein Stück Papier, das ich verbrennen werde. Mit all dem anderen Zeug. Woher ich abstamme, ist nicht von Bedeutung. Wie weit ich gekommen bin, ist wichtig. Und für nichts auf der Welt lasse ich mir von einer alten, sentimentalen Frau die Chance zerstören, mit meiner wirklichen Familie glücklich zu werden. Wie es den Anschein hat, hassen Sie mich zutiefst. Hassen? Hass ist das Gegenteil von Liebe, nicht wahr? Oder ist beides austauschbar? Zumindest setzt Hass Gefühle voraus und das Registrieren und zur Kenntnis nehmen des anderen. Doch ich denke, das trifft auch auf die Liebe zu. Aber Hass... dem Menschen das Niedere. Sie sollten sich nichts vormachen. Ich werde nicht aufhören, das Feuer zu schüren, bis Sie eines Tages tot sein werden. Hallo? Julia? Was? Hast du neben dem Telefon gesessen? Ach, Gott sei Dank, wo bist du? Lass mich mit ihr reden. Hast du meine Nachricht nicht bekommen? Ich bin hier oben in den Bergen. Und geht es dir gut? Warum soll es mir nicht gut gehen? Ich bin nur etwas müde von der langen Fahrt. Deine Nummer. Wenn ich das tun würde, hätte ich alle 5 Minuten einen Anruf von dir abzuwimmeln und ich würde mit Sicherheit nicht zum Arbeiten kommen. Ich will im Moment von niemandem gestört werden. Das heißt, keine Telefongespräche, keine Ablenkungen. Ich will, dass die Dämonen endlich zur Ruhe kommen. Wovon redest du überhaupt? Von meinem Buch. Wovon denn sonst? Mach dir um mich bloß keine Sorgen. Und sag allen, dass es mir gut geht und ich mich bei Mrs. Cobb melde. Sie soll nicht auflegen. Julia, ich bin's. Sie hat schon aufgelegt. Wie geht es Ihnen? Sie behauptet, dass es ihr gut geht. Hallo. Augusta. Hi. Ich wollte eigentlich nach Julia sehen. Willkommen im Club.
Ist irgendetwas passiert? Eigentlich nicht. Julia hat sich entschlossen, sich zurückzuziehen. Und nun machen wir uns Sorgen. Oh, genau deswegen bin ich hier. Sie schien mir gestern Abend auf der Party etwas verwirrt. Ja. Ich wollte nur sehen, wie es ihr geht. Immer aufmerksam, unsere Jungs in Blau. Hm? Sie hat hier eben angerufen und uns versichert, dass es ihr gut geht. Wir werden das wohl glauben müssen und ihren Wunsch, allein zu sein, respektieren müssen. Verstehe. Vielleicht braucht sie das, um wieder Ruhe zu finden. Was sie braucht, ist Liebe und Unterstützung durch ihre Familie. Wir waren zu sehr mit der Firma beschäftigt und anderen Dingen. Mach nicht nur mich dafür verantwortlich. Irgendwas muss sie ja dazu getrieben haben. Wir wissen genau, wer das war. Da wir gerade von ihm sprechen, ich bin gestern Abend an dem Haus von Dash vorbeigefahren. Und Julias Wagen stand auf der anderen Straßenseite. Ich habe sie später danach gefragt, woraufhin sie mir gesagt hat, dass sie nur versuchen wollte zu begreifen, was eigentlich geschehen war. Ja, sowas Ähnliches hat sie auch am Telefon gesagt. Vielleicht ist das Buch, an dem sie arbeitet, die Therapie, die sie braucht. Dass sie in dieser gottverlassenen Gegend ganz allein ist, gefällt mir überhaupt nicht. Kann die Polizei da nicht irgendetwas unternehmen oder muss ich erst eine Vermisstenanzeige aufgeben? Oh, tut mir leid, also ganz so einfach ist die Sache nicht. Sie hat sich bei Ihnen gemeldet und gilt somit eigentlich nicht als vermisst. Es gibt also keinen Grund, Schlimmes anzunehmen. Dann wird es das Beste sein, wenn ich das in die Hand nehme und meine Leute damit beauftrage. Tun Sie das nicht. Wenn wir Sie zurückbringen in einem Streifenwagen mit Blaulicht, dann spricht sie nie wieder mit irgendeinem von uns. Ich finde, Augusta hat recht. Wir sollten wirklich Julias Wunsch, ein paar Tage allein zu sein, respektieren. Darauf läuft doch alles letztendlich hinaus. Sie wird schon wissen, was sie tut. Was willst du eigentlich von mir? Was willst du? Was ich will? Du sollst ein Geständnis ablegen. Du sollst gestehen, dass du mich vergewaltigt hast. Ich will es hören, Wort für Wort. Ich werde nicht etwas gestehen, was ich nicht getan habe. Du hast mich vergewaltigt. Du weißt, dass es nicht wahr ist. Du lügst. Ich habe dich aber nicht vergewaltigt. Das ist die Wahrheit. Mehr kann ich dazu nicht ich sagen. Du willst von dir also, dass hören. Ich gestehe. Sag die Wahrheit. Ich will es aus deinem Munde hören, Wort für Wort. Sag mir endlich die Wahrheit. Ich möchte bloß die Worte hören, damit ich sie mir für immer einprägen kann. Dann habe ich sie wenigstens vor mir, zu jeder Stunde, zu jeder Sekunde. Du bist verrückt. Du brauchst Hilfe. Im Gegenteil. Wie du willst. Ich habe Zeit. Ich werde warten und warten und warten. Solange, bis du mir sagst, was los war. Und in dieser Zeit wirst du total abhängig von mir sein. Das ist sicher unmenschlich. Aber du hast es nicht verdient, dass man dich noch wie einen Menschen behandelt. Na, wie fühlst du dich? Was ist das für ein Gefühl, wenn man total wehrlos ist? Wie ist es, wenn man völlig ausgeliefert ist? Präsidenten vom Schülerausschuss sein. Was haltet ihr von einem freien Schultag pro Monat? Oder davon, es öfter mal hitzefrei zu geben. Bitte, setz dich hin, wir haben dir etwas zu sagen. Kein Problem, mein Büro hat durchgehende Öffnungszeiten. Können wir vor der Schule noch bei CC vorbeifahren? Ich möchte ihm von meiner Wahl erzählen. Darüber wollte ich mit dir reden. Weißt du, CC gefällt es nicht, dass Kies und ich, dass wir in Kürze heiraten. Wieso? Ich nehme an, dass er auf Kies sauer ist. Wegen der Tipps, die er dir für die Wahl gegeben hat. Was soll das? Ich hab doch gewonnen. Das haben doch alle gewollt, oder? Was meinst du mit, alle haben das gewollt? Wolltest du nicht gewinnen? Für mich selbst habe ich das gar nicht als so wichtig empfunden. Aber ich hab gedacht, ihr beide und CC, ihr werdet darauf stolz. Und ich habe eine Familientradition vorzuführen. Familientradition? CC hat gesagt, ich soll mal in der Schulbücherei nachsehen. Da liegt eine Liste von allen, die vor mir Präsident des Ausschusses waren. Da stehen Mason und Channing drauf. Und da habe ich mir gedacht, wie toll es wäre, auch auf der Liste zu stehen. Eine völlig neue Generation und ich bin ihr Wegbereiter. Ich wollte gewinnen, um euch nicht zu enttäuschen. Aber Brandon, du würdest uns doch niemals enttäuschen, weißt du das nicht? Du sollst für uns nichts anstellen oder irgendjemand sein. So wie du bist, lieben wir dich alle. Bestimmt ist CC wütend auf mich. Das ist er mit Sicherheit nicht, Schatz.
Er ist aber sauer auf Kies, weil er dich falsch beraten hat. Es war nicht in Ordnung, dass du dir die Stimmen deiner Klassenkameraden erkauft hast. Woher weiß er davon? Aber Brandon, das ist doch unwichtig. Das Problem ist durch diese blöde Geschichte. Denkt Cici sicher, Kies wäre kein vorbildlicher Vater für dich. Er wird uns eine Menge Schwierigkeiten machen. Was denn für Schwierigkeiten? Wenn Kies und ich heiraten, dann wird er dich zu sich nehmen. Das kann doch nicht sein Ernst sein. Das ist glatte Erpressung. Das kann er nicht tun. Das ist gemein von ihm. Brandon, warte! Ich möchte, dass alle Hinweise, Unterlagen oder Aufzeichnungen vernichtet werden. Das heißt auch alle Notizen, eventuelle Zeitungsberichte. Es soll niemand erfahren, dass Sie meine Mutter sind. Schon wieder Geheimnisse? Mason, guten Morgen. Du siehst bezaubernd aus. Danke. Nun, ich komme mir vor wie unter Verschwörern. Ich habe das Gefühl, immer wenn ich Sie treffe, haben Sie irgendwas Geheimnisvolles zu tuscheln. Korrigieren Sie mich, wenn ich mich irre. Ach, wissen Sie, Ihre charmante Mitarbeiterin und ich, wir nutzen die Gelegenheit, uns kennenzulernen, seit sich unsere Wege gekreuzt haben wegen des Cambridge-Wassergeschäfts. Gestern auf der Gala hatte ich weniger den Eindruck, dass sich Ihr Gespräch um geschäftliche Angelegenheiten dreht. Und was, es sei denn, der Cambridge-Index ist gesunken, war für Sie der Anlass, die Gala fast weinend zu verlassen? Das war sicher, weil mir Cassandra von ihrer Kindheit erzählt hat. Von all den Anstrengungen und Ungerechtigkeiten, die sie erdulden musste. Ihre Geschichte hat Parallelen zu meinem eigenen Leben. Sie erzählte von Fehlern, die ich selbst auch gemacht hatte. Die schon lange her sind. Und die ich nicht wieder gut machen kann, selbst nicht, wenn ich es wollte. Schade, mir gegenüber hat Cassie noch nichts über ihre Kindheit verlauten lassen. Jedenfalls nichts, was nicht schon bekannt ist. Sie scheinen etwas zu wissen, das ich nicht weiß. Ich muss sie enttäuschen, Mason. Ich weiß nichts. Gar nichts. Tut mir leid. Als junge Frau war ich dumm und jetzt, wo ich alt bin, habe ich erkennen müssen, dass ich sehr viel falsch gemacht habe. Einen schönen Tag. Wow! Worum geht es hier eigentlich, hm? Minx Lockridge, die kühle Unnahbare, die jeder Schwierigkeit auf dieser Welt gewachsen ist, sieht plötzlich und unerwartet erschöpft und blass aus. Und was ist mit dir? Was soll mit mir sein? Gestern Abend, auf dem Ball, kurz bevor du gegangen bist, hast du deine Maske vom Gesicht genommen. Und durch eine neue Maske ersetzt. Und zwar nur ihretwegen. Nimm sie doch auch mal für mich an. Ich möchte sehen, wer du wirklich bist. Die Handschellen sind etwas zu eng. Das ist furchtbar, nicht wahr? Wenn man sich nicht mehr bewegen kann. Das ist schlimm, nicht? Also gut, du hast gewonnen. Sagtest Willst du wissen, was passiert ich ist? Ich weiß, was passiert ist. Ich will, dass du es sagst. In Ordnung. Ich habe kein Interesse an der Version aus dem Gerichtssaal. Ich will die unzensierte Version hören. Ich mache aber keine Versprechungen, die ich nicht einhalten kann, niemals. Das habe ich von dir gelernt, wie so vieles, was von Bedeutung ist. Ich hatte in den letzten 6 Monaten eine Menge durchzumachen. Und ich lernte, wie leicht es ist, den Glauben an die Gerechtigkeit zu verlieren. Man kann nicht verlieren, was man nicht hat. Ohne dich wag es ja nein, nicht. Nein, hör du auf damit und hör auf, mir zu drohen. Du wolltest es doch so, nicht wahr? Betreten verboten. Bitte nichts anfassen oder gar etwas fühlen. Sich bloß nicht zu nahe kommen. Es war alles meine Schuld, nicht wahr? Ich hätte vorher nach den Regeln fragen sollen. In einem Gedicht heißt es... Es schien, als hättest du mir zugewunken, aber du warst am Ertrinken. Ich dachte, du hättest mir zugewunken. Ich habe ein Haus gemietet. Mit einer Terrasse. Ich habe einen Weihnachtsbaum gekauft. Und dabei nur an dich gedacht.
an das, was ich empfunden habe. An dem Moment, an dem wir uns das erste Mal liebten. In jener Nacht habe ich gewartet, habe die Tür geöffnet und du warst da. Es mag vielleicht sein, dass ich die Situation nicht richtig eingeschätzt habe. Aber warst du dir über alles im Klaren? Warst du dir über alles im Klaren? Oder waren schon wieder die Schilder aufgestellt? Halt, keinen Schritt weiter, nicht berühren. Hier ist Schluss. Was soll das? Ich bitte dich, lass es gut sein. Es war mein Fehler. Es sah aus, als würdest du winken. Ich hab mir auch gewunken. Zum Abschied. Ich bin wahrlich nicht die Einzige von uns beiden, die eine Maske trägt. Mit dem Unterschied, dass du mich schon ohne Maske gesehen hast. Ach, wirklich? Deine derzeitige Betroffenheit, ist das jetzt alles nur Oberfläche oder würde ich auf etwas Verborgenes stoßen, wenn ich daran kratzen würde? Julia zum Beispiel, sie verschwindet wohl niemals aus deinen Gedanken, oder? Nicht mal jetzt. Das hat nichts mit Julia zu tun. Natürlich nicht. Wie konnte ich bloß sowas denken? Es scheint ja doch zu stimmen. Über eins seid ihr im Klaren. Gestern Nachmittag vor der Eröffnung habe ich dich gebraucht. Und ich habe dich auch heute Nacht gebraucht, doch du warst nicht da. Wie ich schon gesagt habe, es tut mir leid. Wie oft willst du denn noch, dass ich mich bei dir entschuldige? Bis ich sicher sein kann, dass du es nicht als Floskel meinst. PS, tut mir leid, aber bestimmt verstehst du mich. Ich verstehe gar nichts. Du wolltest diese Nacht genauso wie ich. Jedenfalls habe ich das gedacht. Sag endlich, was zwischen gestern Vormittag und heute Morgen geschehen ist. Sag endlich, wovor du weggerannt bist. Glaub mir, ich bin jedenfalls nicht vor dir vor weggerannt. Vor wem dann? Es tut mir so leid. Sowas wird nie wieder geschehen. Ich bitte dich nur, dass du versuchst, es zu verstehen. So einfach ist das nicht. Wie soll ich das verstehen, wenn du es nicht für nötig hältst, zu sagen, was in dir vorgeht? Du scheinst eine optische Täuschung zu sein. Ich kann dich zwar deutlich mit meinen Augen sehen, aber plötzlich scheinst du dich einfach in Luft aufzulösen. Ich kann dich leider nur bitten, mir zu vertrauen. Aber wem denn? Einem Geist? Einem Phantom? Einem etwas, das ich zwar sehen, aber nicht berühren und halten kann? Welches tiefe Geheimnis verbirgt sich wohl hinter diesen schönen Augen? Wer bist du und was verbirgst du? Ich werde dir jetzt mal was vorlesen. Was hast du denn da? Das ist eine Auflistung, die ich nach der Vergewaltigung gemacht habe. Das sind die Dinge, die ich ab diesem Tag vermisse und die deinetwegen plötzlich verloren gegangen sind. All das, was du mir schuldig bist. Julia, ich... Es fängt relativ harmlos an. Ich habe seit diesem Erlebnis Schlafstörungen. Angst vor solch alltäglichen Dingen wie dem Klingeln an meiner Wohnungstür oder des Telefons. Mich überfällt ein Zittern oder ich fange grundlos an zu weinen, ganz plötzlich. Naja, eben unkontrolliert. Glaubst du, ich schlafe seitdem gut? Ja, das glaube ich. Kommen wir jetzt zu den Dingen, die schwerwiegender sind. Also pass auf. Tut mir leid für dich, aber was diese Punkte betrifft, sieht es sehr schlecht aus. Und eine Wiedergutmachung ist nicht mehr möglich bei diesem Schaden, der angerichtet worden ist. Ich habe mein Vertrauen in die amerikanische Gerichtsbarkeit verloren. Ich fühle mich seit diesem Tag oft enttäuscht und verzweifelt. Ich habe Angst um mein Leben und um das meiner Tochter. Und inzwischen denke ich, dass mir auf dieser Welt kein Gesicht mehr vertraut erscheint. Mich befällt eine Panik, die sehr oft von quälenden Vorwürfen begleitet wird. Das sind meine neuen Freunde und Begleiter. Alles, was du mir gestohlen hast und was damit für immer weg ist, wurde wieder durch etwas Neues ersetzt. Und zwar durch Dinge, die ich nie wollte. Durch Dinge, die ich nie gebraucht oder in dieser Art erwartet hatte. Ich weiß, dass ich eines schönen Morgens aufwachen werde und mir dann bestimmt bewusst wird, wie normal das Leben inzwischen wieder geworden ist.
Ich werde erkennen, dass die alte Ordnung auf einmal wieder funktioniert, mehr oder weniger. Sie ist zwar stark beschädigt und ihr Fundament ist wackelig, aber sie ist intakt, sie funktioniert. Eine Ausnahme gibt es allerdings. Würdest du bitte die Freundlichkeit besitzen und mir laut vorlesen, was hier am Ende der beiden Absätze steht? Im Verlust der goldenen Papierkrone? Und was bedeutet das? Ich habe mal meine Tochter von einer Geburtstagsparty abgeholt. Und sie kam mir lachend entgegengerannt. Sie trug so eine selbstgebastelte Papierkrone. Wie man sie auf Partys trägt. Auf der Rückfahrt konnte ich die Krone im Rückspiegel betrachten. Mir schien es fast so, als ob meine Tochter schon, als sie auf die Welt gekommen war, diese Krone aus purem Gold auf dem Kopf getragen hätte. Genauso war es auch. Wir alle kommen so auf die Welt. Und sie hat ihre Krone noch. Aber eines Tages wird dann etwas passieren. Und irgendwer wird kommen und dem Kind einreden wollen, dass es gar nicht verdient hat, weiter so eine goldene Krone zu besitzen. Und sie wird sie natürlich sofort absetzen, für immer wahrscheinlich. Oh. Oh, was ist es, das uns so demütigt? Das mir sagt, dass die Krone zu schwer ist oder zu groß, was? Das uns so traurig macht, dass wir schon nicht mehr darüber nachdenken. Es ist eine grausame, entsetzliche, gnadenlose, widerliche, brutale Reise. Doch ich kenne inzwischen den Namen, den erbärmlichen Ort und den Zeitpunkt, als ich meine Krone verloren habe. Du erinnerst dich bestimmt, du musst dich erinnern, denn du warst auch da. Da gibt's noch etwas, das dir vielleicht nicht bewusst ist. Du hast etwas, das aber mir gehört. Und das will ich wieder zurückhaben. Hallo, Cassie. Brandon, hi, was für eine Überraschung. Mason, hast du mal einen Moment Zeit für mich? Für den neu gewählten Präsidenten habe ich immer Zeit. Du hast also gewonnen. Ist ja toll, mein Glückwunsch. Wir sehen uns dann nachher. Ja, ist gut. Komm, setz dich. Du musst dich ja heute richtig blendend fühlen. Ehrlich gesagt, so ganz zufrieden bin ich nicht. Drängen dich etwa deine Wähler schon am ersten Tag dazu, deine Wahlversprechen einzulösen? Nein. Es handelt sich mehr um eine persönliche Angelegenheit. Nehmen wir mal an, zwei Menschen lieben sich wirklich. Wenn das jemand nicht will, kann er verhindern, dass die beiden heiraten? Über wen konkret sprechen wir hier? Mom und Keith. Cici hat gedroht, wenn die beiden wirklich heiraten, dass ich da nicht mehr bei Ihnen bleiben darf. Oh, Brandon. Was hältst du davon, wenn wir beide von zu Hause weglaufen würden? Ich glaube, Mom würde mir fehlen. Das glaube ich auch. Habe ich nicht irgendwelche Rechte? Aber selbstverständlich. Das letzte Mal hatte ich das Gericht entscheiden lassen. Ja, aber da war es was anderes. Da war nämlich Keith noch nicht hier. Sie scheint ihn wirklich zu hassen. Ich verstehe einfach nicht, wieso. Er wird seine Gründe haben, denke ich. Niemand auf der Welt ist perfekt, habe ich recht? Ja, da hast du mit Sicherheit recht. Es wäre ja kein Problem, wenn ich sie nicht alle so lieb hätte. Ich verstehe die Erwachsenen einfach nicht. Da bist du allerdings nicht der Einzige. Tut mir leid, wenn ich dir da nicht weiterhelfen kann. Aber vielleicht nützt dir ein Rat von mir. Und welcher? Was immer passieren mag, du darfst nie vergessen, wie sehr sie dich lieb haben. Hab etwas Geduld mit ihnen. Ich werde es versuchen.
Ich wollte noch, bevor ich zur Schule gehe, bei Sisi reinschauen und ihn zur Vernunft bringen. Da wäre noch etwas. Pass auf, dass du nicht zu schnell erwachsen wirst. Lass dir nicht deine Kindheit nehmen. Es macht nicht immer Spaß, Kind zu sein. Mason, was hältst du eigentlich von Kies? Ganz ehrlich? Mhm. Ich denke, wenn du so viel von diesem Mann hältst, muss er was Gutes haben. Genau so ist es. Tja, dann werde ich mal in den Krieg ziehen. Wünsch mir viel Glück. Halt die Ohren steif. Ist Brandon hier? Es spricht nicht gerade für dich, wenn du deinen Sohn aus den Augen verlierst. Verschone mich mit deiner Predigt. Es reicht. Wenn ihm was zustößt, ist es deine Schuld. Meine Schuld, sagst du? Ja. Ich habe dem Jungen erzählt, was du vorhast. Dass du geplant hast, ihn mir wegzunehmen, wenn Kies und ich demnächst heiraten. Er ist einfach weggerannt. Es ging alles ziemlich schnell. Ich habe gedacht, er wäre hier. Mach dir keine Sorgen. Wenn der Junge hier auftaucht, werde ich mit ihm reden. Oh, sagst du ihm die Wahrheit? Dass du Kies und mich nur deswegen bedrohst und schikanierst, weil du Kies so hast? Das wäre wahrlich Grund genug, aber ich denke, es gibt noch mehr. Genauso, wie ich diesen Mann verabscheue, hasse und verachte. Genauso liebe ich Brandon. Ich hasse den Einfluss, den dieser Kerl auf den Jungen ausübt. Das Bestechen von Freunden, das Erkaufen von Wählerstimmen. Oh, deine Weste ist sauber, natürlich. Sie sind die reinste Unschuld in Person, Mister. Gut und ehrlich. Du, der Millionen unterm Tisch kassiert hat, ach komm, was soll das? Wir waren verheiratet, solche Geschäfte liefen doch jeden Tag. Oft hat deine rechte Hand nicht gewusst, was die linke gerade tut. Was für ein Kompliment und das von dir. Von einer Frau, die vor nicht mal 6 Monaten noch versucht hat, Kunstwerke im Wert von mehreren Millionen Dollar aus meinem Besitz zu entwenden. Was für eine wunderbare Gute-Nacht-Geschichte für Brandon, nicht wahr? Du hast mir versprochen, ihm nichts davon zu erzählen. Was denn, du verlässt dich auf die Worte eines Lügners? Eines gierigen, kriminellen, rücksichtslosen, industriellen? Aber sehr unbesorgt, ich halte in der Regel mein Wort. Nicht, weil ich deine Haut retten will, sondern weil ich nicht will, dass Brandon erfährt, wie seine Mutter in Wahrheit ist. Oh, wie edelmütig und großzügig von dir. Du sitzt auf deinem Thron und verkündest von oben herab stolz deine Botschaft. Aber wer bist du denn? Woher willst du wissen, dass Kies ein schlechter Vater ist? Ach komm, lass das bitte. Was für ein Vorbild soll dieser Mann denn für den Jungen sein? Du siehst doch, was er bereits angerichtet hat. Kies ist nicht perfekt, aber wer ist das schon? Und vielleicht hat er sich ja auch durch mich und den Jungen verändert. Wann wirst du endlich erwachsen? Wann begreifst du, dass sich die Menschen nie ändern werden? Ich lasse nicht zu, dass Brandon von dir oder wem auch immer in irgendwelche Geschichten mit reingezogen wird. Ich werde es zu verhindern wissen, dass er schlechten Einflüssen ausgesetzt ist. Wenn du das wirklich vorhast, wenn du vorhast, mir den Jungen wegnehmen zu lassen, dann wird er dich dafür ewig hassen. Nein, er wird mich hassen, bis er alt genug ist. Dann wird er verstehen, dass es notwendig war. Damit werde ich leben können. Aber ich könnte es nicht ertragen, dass der Junge bis dahin dem Einfluss dieses unehrlichen Kerls ausgesetzt ist. Das werde ich nicht zulassen. Ich werde alles versuchen, das zu verhindern. Haben wir uns verstanden? Mom, was machst du denn hier? Ich hab dich gesucht. Habt ihr beide endlich das Kriegsbeil begraben, oder was? Noch nicht. Blöde Frage, man sieht's ja. Mom, würdest du mich mal kurz mit Sisi allein lassen? Wir haben was Wichtiges zu besprechen. So von Mann zu Mann. Meinst du nicht, dass es besser wäre, wenn ich auf dich warte? Nein, wir treffen uns lieber im Hotel wieder. Und, was hast du auf dem Herzen? Hat dir Mom nicht von der Wahl erzählt? Ich habe gewonnen. Das habe ich gehört. Ich habe aber auch gehört, auf welche Art und vor allem mit welchen Methoden du diese Wahl gewonnen hast. Inzwischen weiß ich, dass es falsch war. Aber Kies trifft wirklich nicht die Schuld. Ich meine, hätte mir geraten, von einer Klippe zu springen, wäre ich dann gesprungen? Ich hoffe nicht. Mama hat mich vorhin schon zusammengestaucht. Übrigens, die Sache war echt unfair. Ich habe dabei eine Menge dazugelernt. Das ist nicht das Problem. Nein, wahrscheinlich ist es das nicht. Ich habe einen Fehler gemacht, aber darum geht's im Prinzip auch nicht. Das Problem ist, denke ich, dass du und Mom wieder einen Grund habt, euch zu streiten. Und so war's dir dann auch. Die Dinge liegen nicht ganz so einfach. Aber wieso denn nicht? Wieso willst du nicht, dass Mom und ich glücklich werden?
Keith liebt uns beide und wir beide lieben ihn. Das nennst du nicht einfach? Ich wünschte, es wäre so. Das Leben könnte so einfach sein. Das ist es aber nicht. Das zu verstehen, es ist nicht nur, dass Keith dir falsche Ratschläge gegeben hat. Ich habe nur das gemacht, was alle Kinder gemacht hätten. Gib dafür aber nicht Keith die Schuld. Das ist es nicht. Er hat noch ganz andere Dinge vorher getan, die nicht sehr schön waren. Was für andere Dinge? Glaub mir doch, du kannst mir vertrauen. Wenn jemand etwas Gemeines über dich sagen würde, würde ich dich verteidigen. Ich finde, Keith verdient eine faire Chance. Ja, vielleicht. Also gut. Dein Freund Keith hat eine lange Karriere hinter sich. Im Verletzen unserer Familie. Deiner Familie. Was hat er denn gemacht? Er hat versucht, mich zu erpressen. Und das nicht nur einmal, schon öfter. Er ist dafür verantwortlich, dass Eden und Kelly der Mord an Quinn Armitage angehängt wurde. Er ist dafür verantwortlich, dass sie beide eingesperrt wurden. Sowas würde er nie machen. Es ist leider die Wahrheit. Das glaube ich dir aber nicht. Du lügst. Keith würde so etwas niemals tun. Bestimmt denkst du dir das alles nur aus. Aber warum sollte ich das? Du bist eifersüchtig. Keith liebt mich. Er würde mir so etwas niemals antun. Ich werde dir was sagen. Am besten du fragst ihn selbst. Das werde ich auch. Und zwar sofort. Und dann werde ich sie beweisen. Ich werde allen beweisen, dass sie falsch über Keith denken. Jawohl! Brandon, bitte, bleib hier. Geh nicht. Eine einmalige Stimme. Ein außergewöhnlicher Mann. A. Martinez, der Cruz Castillo aus der Erfolgsserie California Clan. RTL präsentiert sein Debütalbum Fragrance and Thorn mit einfühlsamen Popsongs. A. Martinez, das Album jetzt überall im Handel. Ich finde das nicht richtig, was Sie damit Mengs tun. Das können Sie nicht beurteilen. Mag sein, aber ich sag's trotzdem. Minx ist völlig frustriert durch das. Was passiert ist, das sieht man. Und ich weiß, dass sie alles dafür tun würde, um das Geschehene wieder gut zu machen. An ihnen wieder gut zu machen. Aber dazu ist es jetzt zu spät. Warum will keiner verstehen, dass man Dinge nicht einfach wieder gut machen kann, nur weil man es will oder es sich wünscht? Ich weiß nicht, aber sie können nicht wegrennen und so tun, als ob nichts gewesen wäre. Wissen Sie, jeder tut mal Dinge, die er später vielleicht bereuen wird und die ihm dann umso mehr leid tun. Und das trifft auf jeden von uns zu. Dann kommt es immer noch auf den Grad an, oder? Sie waren doch früher mal Priester. Gibt es nicht Sünden, die schlimmer sind als andere, die mehr bestraft werden müssten? Es gibt etwas, das ich wahrscheinlich nie verstehen werde. Schon seit meiner Zeit im Waisenhaus. Wie kommt es, dass alles vergeben und vergessen ist, nur weil man seine Tat bereut? Es interessiert niemanden, wie gemein das ist, was sie tun. Hauptsache, es tut ihnen leid. Sie bereuen es, sie sagen das Vaterunser auf, verkünden das Ave Maria und mit einem Mal ist ihnen jede Sünde vergeben. Es gibt aber mit Sicherheit auch Sünden, die man nie vergeben kann. Und Sie kann. Können das wirklich entscheiden, ja? Ja, allerdings, Vater. Ich kann das zumindest für mich entscheiden. Und was meine reizende Mutter angeht, ich will nie wieder ihren Namen hören. Ich hoffe, das war deutlich genug. Darf ich mich zu euch setzen? Ah, bitte, ich wollte sowieso gerade gehen. Hat sich inzwischen Julia bei irgendjemandem gemeldet? Nein, nicht, dass ich wüsste. Schade, hätte ja sein können. Tut mir leid. Ich muss jetzt los. Cassie? Julia also. Es ist gar nicht nötig, an deiner Oberfläche zu kratzen. Ihr Name setzt sich ja schon aus der dünnen Luft wir zusammen. Wir machen uns Sorgen um sie. Wir? Das königliche Nein, Ried. Das leitende Wir. Augusta, Michael und ich selbst. Sie ist plötzlich weggefahren. Zu einer Hütte irgendwo in den Bergen. Wahrscheinlich sucht sie zum Schreiben Inspiration. Sie kann selbst auf sich aufpassen. Inzwischen ist sie alt genug. Und das macht ihr Angst, nicht wahr? Nicht unbedingt. Aber vielleicht ist da sogar etwas dran. Er denkt, dass ihm Brandon eines Tages verzeiht und dass er dann verstehen wird, dass alles nur zu seinem Besten gewesen ist. Er hat deutlich zum Ausdruck gebracht, dass er alles tut, um zu verhindern, dass Brandon mit dir unter einem Dach aufwächst. Das war nicht alles, was er gesagt hat. Was ist? Vielleicht sagst du uns, was er noch so erzählt hat. Tut mir leid, Mom. Das geht aber nur Keith und mich was an.
Was ist los, Kumpel? Du siehst aus, als hättest du gerade deinen besten Freund verloren. Habe ich vielleicht auch. Sisi hat gesagt, du hättest einiges angestellt, um ihn zu verletzen. Und den Rest der Familie. Ich wollte dich fragen, ob das wahr ist. Was glaubst du denn? Ich habe ihm gesagt, dass er lügt. Das hast du wirklich? Er hat gesagt, dass du versucht hast, ihn zu erpressen. Und dass du dafür verantwortlich bist, dass Eden und Kelly im Gefängnis waren. Ich glaube das aber nicht. Das ist alles nicht wahr. Stimmt's? Sag mir, dass es nicht wahr ist, was Sisi von dir behauptet hat. Bitte. Nicht versuchen, wenn ich du wäre. Ich glaube nicht, dass du die Waffe benutzen würdest. Noch nicht, weil du noch nicht gestanden hast. Und wenn ich es tue, was dann? Das Gericht ist sich nicht ganz einig. Die Geschworenen sitzen noch hinten und beraten sich. Ich schätze, es wird noch ein bisschen dauern, bis sie fertig. Aber eines kann ich dir versprechen. Das Urteil wird gerecht sein. Liebe und Leidenschaft, Intrigen und Hass. Wie es weitergeht, erfahren Sie schon morgen zur gewohnten Zeit im California-Clan hier bei RTL.